Hallo, willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du zu meinem Quiz wieder reingeklickt hast. Es ist Mittwoch, einmal im Monat gibt es ein Quiz. Heute ist es wieder soweit. Ich habe 5 hoffentlich ganz interessante Fragen. Ihr kennt die Regeln, es gibt 2 Punkte pro Frage, wenn ihr sie direkt beantworten könnt. 1 Punkt, wenn ihr pausieren müsst, mehr Zeit braucht oder vielleicht googeln, im Internet nachschlagen oder sonst irgendwas. Am Ende beim Watchmorph gibt es 2 Punkte pro Uhr beziehungsweise 1 Punkt pro Uhr, wenn ihr Hilfe braucht. Im Prinzip alles ganz einfach. Und ich werde, wie meine Frau mir schon beim letzten Quiz empfohlen hat, etwas mehr Gas geben, die Fragen schneller vorlesen und mich nicht so lange daran aufhalten. Und in diesem Sinne geht es jetzt auch schon direkt mit der ersten Frage los. Was ist eine retrograde Anzeige? Kurze Erklärung reicht mir, 10 Sekunden ab jetzt. Ja, die meisten werden es wahrscheinlich gewusst haben. Eine retrograde Anzeige ist eine besondere Form der Anzeige, bei der der Zeiger keine Kreisbewegung beschreibt, sondern einen Halb- oder Viertelkreis beschreibt und dann auf die Ausgangsposition zurückspringt und diesen Halb- oder Viertelkreis von neuem durchläuft. Das gibt es sowohl bei der Anzeige der Sekunde als auch beim Datum, beim Wochentag. Und auch andere Anzeigen werden in dieser Form realisiert. Es ist eine etwas aufwendigere Komplikation, weil halt der Zeiger innerhalb von Millisekunden zurückspringen muss und immer im Prinzip hin und her pendelt. Langsam hochläuft oder runter, je nachdem in welche Richtung die Anzeige stattfindet. Und dann beim Erreichen des Endpunktes sofort zurückspringt und von vorne beginnt. Diese Art der Anzeige nennt man retrograde Anzeige. Bei der zweiten Frage bleiben wir ungefähr in diesem Genre, wenn auch aus einem anderen Gesichtswinkel. Ich möchte von euch wissen, was ist eine Grand Complication? Ist das eine Uhr mit mehreren Komplikationen oder ist es eine der 5 aufwendigsten Einzelkomplikationen, eine der 5 ältesten Einzelkomplikationen, eine der 5 seltensten Einzelkomplikationen oder eine der 5 teuersten Einzelkomplikationen? 10 Sekunden ab jetzt. Ja, der Begriff Grand Complication ist nicht eindeutig definiert. Im Allgemeinen wird darunter aber eine Uhr verstanden, die mehrere aufwendige Komplikationen beinhaltet. Einige Marken bezeichnen ihre Uhren auch als Grand Complication, wenn sie innerhalb einer bestimmten Serie entsprechend ausgestattet ist mit mehreren aufwendigen Einzelkomplikationen. Eine festgelegte Definition bzw. einen festgelegten Messwert gibt es nicht. Das kann jede Firma so handhaben, wie sie möchte. Im Allgemeinen wird es von Luxusuhren verwendet, wenn die entsprechenden Ausstattungen der Uhren auch entsprechend aufwendig sind, mit vielen teuren, aufwendigen und vielleicht auch seltenen Einzelkomplikationen. Bei meiner dritten Frage geht es ein kleines bisschen um Wissen und Uhrengeschichte. Meine dritte Frage ist, Alfred Hellwig ist bekannt für welche Erfindung? Ist es A, der freidrehende Aufzugsrotor oder B, der federnd geladene Unruhkolben oder C, das fliegende Tourbillon? D, die Federstege zur Armbandbefestigung oder ist es E, wasserabweisende Beschichtung von Zahnrädern? 10 Sekunden ab jetzt. Alfred Hellwig hat tatsächlich das Tourbillon weiterentwickelt zu einem fliegenden Tourbillon. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne in der Lage sein, euch genau zu erklären, was der Unterschied ist, was es bewirkt, wie es funktioniert. Ich habe auch viel gelesen, was das betrifft, muss aber gestehen, ich stoße hier an meine Grenzen. Ich bin
nicht so der Uhrwerkstechniker. Ich habe auch nicht die räumliche und mechanische Vorstellungskraft, um das wirklich zu verinnerlichen und hier einfach eine Form des betreuten Lesens zu machen und euch vorzulesen, was ihr sowieso selber nachlesen könnt, ohne dass ich es erklären und weiterentwickeln könnte. Das macht keinen Sinn. Ich kann euch nur sagen, Alfred Hellwig hat aus dem Tourbillon das fliegende Tourbillon entwickelt und das ist mit seinem Namen verbunden. Wenn es euch interessiert und ihr es auch wirklich verinnerlichen könnt und verstehen könnt, ihr findet das ganz leicht mit Google im Internet und vielleicht ist ja auch einer von euch in der Lage, es mir so zu erklären, dass selbst ich es verstehe. Rein vom Lesen her war das jenseits dessen, was ich wirklich gut verstehen kann. Ich habe in den letzten Quiz immer so Fragen gehabt, die ja nicht Fun Facts sind, aber ein kleines bisschen den Horizont erweitern und vielleicht auch nicht 150% ernst gemeint sind. In diese Richtung geht die vierte Frage auch. In Oberwiesenthal vergeht die Zeit schneller als in Westerland auf Sylt. Richtig oder falsch? 10 Sekunden ab jetzt. Ja, es ist in der Tat wahr, in Oberwiesenthal, was nach meiner Recherche der höchstgelegene Ort Deutschlands ist, liegt ungefähr auf knapp 1000 Metern, vergeht die Zeit in der Tat etwas schneller als auf Sylt, weil nach Albert Einsteins Relativitätstheorie vergeht die Zeit umso schneller, je weiter man sich vom Erdmittelpunkt entfernt. Und Westerland auf Sylt ist mehr oder weniger auf Meeresspiegelhöhe und Oberwiesenthal eben auf 1000 Meter und dementsprechend vergeht die Zeit dort marginal schneller. Forscher haben es tatsächlich auch bewiesen und untersucht. Es addiert sich auf einige Millisekunden im Jahr, die Zeit in Oberwiesenthal schneller vergeht als auf Sylt in Westerland. Damit sind wir schon fast durch. Wir kommen zur fünften Frage und die fünfte Frage ist wie immer ein Watchmorph. Beim letzten Mal haben ganz, ganz viele die Uhren erkannt, die ich gezeigt habe, was mich mega überrascht hat. Vielleicht gelingt es euch ja dieses Mal auch und ihr erkennt auf Anhieb, was ich in den Morph gepackt habe. 25 Sekunden ab jetzt. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wer von euch das tatsächlich alles erkannt und richtig erraten hat. Zwei Uhren, klar, übereinander gelagert, das hatten wir alles schon. Auf der einen Ebene habe ich euch die Blancpain 50 Fathoms Bathys Cave gezeigt. Und die zweite Uhr ist die Van Dijk Tiefseeautomatik in der Ruheversion, das heißt blaues Blatt und blaue Lünette. Die 50 Fathoms Bathys Cave kostet 12.470 Euro, hat einen Durchmesser von 43,6 mm bei einer Gehäusehöhe von 13,8 mm, ist bis 30 bar wasserdicht und hat einen Hornabstand von 23 mm. Das Gehäuse ist aus Keramik und insgesamt eine extrem schöne Uhr, wie ich finde, eine ikonische Uhr, die, und das finde ich extrem sympathisch, durch ihre Schlichtheit besticht und nicht durch übertrieben aufwendige Gestaltung von Ziffernblatt, Druck oder Zeigern. Gefällt mir richtig gut, wenn ich auch gestehen muss, dass 12.470 Euro, egal bei welcher Uhr, mir zu viel sind. Die Tiefsee
Automatik kostet an dem gezeigten NATO-Band 359 Euro, am Stahlband 399 Euro, hat einen Durchmesser von 41,5 mm, eine Bauhöhe von 12,3 mm und ist bis 200 Meter wasserdicht. Angetrieben wird die Tiefsee von dem Miyota 821A Automatik und ist in meinen Augen ebenfalls eine sehr schöne Uhr, die gemessen an dem Preis eine extrem überdurchschnittliche Qualität des Gehäuses hat. Ich kann es beurteilen, ich habe sie mir ja gerade eben erst gekauft und werde euch die Uhr auch im Review zeigen, und zwar in den nächsten Tagen schon. Beide Uhren haben gewisse Ähnlichkeiten, haben natürlich signifikante Qualitätsunterschiede, insbesondere auch beim Werk, weil die Blancpain ist natürlich mit einem Manufakturwerk ausgestattet, wohingegen die Tiefsee ein Standardwerk von Miyota hat. Rein optisch gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, qualitativ, preislich und auch in der Reputation, dem Image der Firma spielen sie in komplett anderen Ligen, genau genommen liegen sogar einige Ligen dazwischen, was aber in keiner Weise heißt, dass die Tiefsee eine schlechte, billige oder nicht wertige Uhr ist, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den beiden Uhren haltet, wie ihr sie findet, ob euch die Ähnlichkeit der beiden Uhren im Vorfeld schon so aufgefallen ist. Ansonsten schreibt mir auch bitte gerne in die Kommentare, welche Frage ihr besonders leicht, besonders schwer fandet, wie viele Punkte ihr hattet. Dann bleibt bitte gesund. Erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.